If Adria doesn't have one of these, ah, you can bet that's a rare thing indeed. I can offer you no more help than that. But it sounds like a huge, gargantuan, swollen, bloated mushroom. Well, good hunting, I suppose. Okay, Griswold ist wieder sehr hilfreich. Er sagt, er hat sowas nicht, aber es klingt nach einem sehr großen Hello, Pilz. Hello, my friend. Step. The witch Adria seeks a black mushroom? I know as much about black mushrooms as I do about red herrings. Perhaps Pepin the healer could tell you more. But this is something that cannot be found in any of my stories or books. Ja, okay, hat auch keine Ahnung davon. Er findet, kennt das weder aus seinen Geschichten noch seinen Büchern. Aber What Pepin you, vielleicht meint er. Ja, gut, Pepin hat gar nichts. Liegt wahrscheinlich daran, dass Pepin in der Quest auch involviert ist. Can't a fellow drink in peace? Ogden mixes a mean black mushroom, but I get sick if I drink that. Listen, listen, here's the secret. Moderation is the key. Ja, er denkt, dass Black Mushroom eins von Ogdens Gebräuen ist. Von dem ihm was schlecht wird. Oh, ich sollte mich mal auch heilen, wenn ich schon hier bin. What ails you, my friend? Greetings, good master. Well, let me just say this. Both Garda and I would never, ever serve black mushrooms to our honored guests. If Adria wants some mushrooms in her stew, then that is her business. But I can't help you find any black mushrooms. Disgusting. Okay, er findet black mushrooms ekelhaft. Good day. I think Ogden might have some mushrooms in the storage cellar. Why don't you ask him? Ja, habe ich schon. Also sie meint dieser Ogden. Und ich würde jetzt gern wissen, ist die Abkürzung offen? Weil ich schon auf dem Level war, oder ist sie noch geschlossen und ich muss sie erst finden? Weil die sollte hier hinten bei Wirth irgendwo in der Gegend sein. Die Abkürzung. Nö, Wirth, hast du noch Mushroom? I don't have any mushrooms of any size or color for sale. How about something a bit more useful? Ja, ein schwarzer Pilz ist useful. Also nein, er hat auch keine schwarzen Pilze. Gut. Aber so wie es aussieht, ist der Durchgang, der müsste eigentlich hier aufgehen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ja, ich finde es lustig, wie eine Straße mitten ins Nichts führt zu einem Townportal. So, dann gucken wir mal hier rein. Ja, macht doch schon ein bisschen mehr Damage. Schönes Stück. Ja, eine Healing Potion. Oh, da ist der Weg nach oben. Hier drin noch jemand oder was? Ja, eine Mana Potion. Ja, schalten wir den Weg up to town einfach mal frei. Und ja, wie ich gesagt habe, direkt bei der Brücke. Wir waren also gar nicht mal mehr so weit weg. So, das heißt, wir haben noch da oben und dann haben wir Level 9 auch schon in uns. Das Problem ist, wir müssen halt alles nochmal abgehen, weil jetzt irgendwo in diesem Chaos hier ein schwarzer Pilz gespawnt ist.
Okay, das hier ist ein bisschen zu offen. Dass wir einfach so mehr als genug tot kriegen. So, Heiltrank. Mana-Trank können wir auch gleich nehmen. Hier war Gold. Morningstar Dagger. Oh, ich habe den Maul vergessen, da einzusacken. Oh, und da ist der Mushroom Patch. Sehr schön. Now that is a big mushroom. Jupp, wie sie das sagt. That is a big mushroom. Sind Fässer im Weg, deswegen kannst du mich nicht um den Haufen rennen. Hey, hey. Patchy, patchy. Gut. Würde ich sagen, schnappen wir uns den Ball und gehen hoch zu Edwia, die Quest abgeben. Scroll of Town Portal habe ich. Die Frage, wo habe ich den Maul liegen lassen? War das doch hier unten drin? Hier habe ich auf jeden Fall, ja, da habe ich den Maul liegen lassen. So, das heißt, dann können wir nämlich gleich in die nächste Ebene gehen, wenn wir bei Edmia Pilz abgegeben haben. Ja, Höhlen ist, also Caves ist das nächste Teil, wo wir jetzt gerade sind. Wo wir schon mal das erste von abgeschlossen haben. Gehen wir erstmal zu Deckard. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Der kostet einen Haufen zum Reparieren. Gut, auch. Gut, wir brauchen ihn ja auch zum Glück nicht. Wir müssen Edwia den Blitz geben. Thank you.
yes. This will be perfect for a brew that I am creating. By the way, the healer is looking for the brain of some demon or another so he can treat those who have been afflicted by their poisonous venom. I believe that he intends to make an elixir from it. If you help him find what he needs, please see if you can get a sample of the elixir for me. Hmm? Yes. I sense a soul in search of answers. Oh ja, den Stab bei ihm verkaufen. I sense a soul in search of answers. Wow, guckt euch mal an, wie viel der wert ist, ey. Ja. Das ist jetzt jede Menge Gold. Das ist krass, wie viel Gold das ist. Wow, what can I do for you? Escher-Moon auf Breaker. Escher-Armor auf Breaker. Nö, nicht wirklich. Mail of the Stars. Auch nicht so wirklich. Greetings, good master. Welcome to the Let Me Just Say This. Both Garda and I would never. Ja, gut. Die haben nichts Neues zu sagen. Fragen wir mal Peppin. What ails you, my friend? The witch told me that you were searching for the brain of a demon to assist me in creating my elixir. It should be of great value to the many who were injured by those foul beasts. If I can just unlock the secrets, I suspect that its alchemy holds. If you can remove the brain of a demon when you kill it, I would be grateful if you could bring it to me. Mm-hmm. Dann einmal healing. Good day. How? I think Ogden. Ja, die hängen immer noch an dem Gossip über dem Black Mushroom. Gut. Dann können wir jetzt in die nächste Ebene gehen. Weil das Hirn sollten wir erst auf Ebene 10 kriegen. Jo, hier unten ist es dunkler. Not enough mana. Mana Potion, die wird gleich mal genommen. Das war knapp. Hier ist auch gut was los. Ja, wie ich gesagt habe, ab der zweiten Hälfte, also ab Ebene 9,
nimmt das Spiel arg an Schwierigkeit zu. Also wir haben auch schon auf die Katakomben. Oh ja, und wir stehen in solche drin. Longbow. Longbow ist leider nicht wirklich was Tolles mehr. Für uns nicht. Man merkt, hier sind auch die unsichtbaren Viecher garstiger. Das ist ein Wachposten, so wie das aussieht. So ein kleiner Raum mit ein paar Gegnern drin. Mana Potion, das ist immer gut. Mehr Heil heißt mehr Heilung. Da ist schon der Weg auf Ebene 11. Da war er direkt vor uns. Ja, man merkt auch irgendwie, die Untoten werden weniger, dafür werden die Dämonen immer mehr. Und auch meine Speicherhäufigkeit wird zunehmen. Wow. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel gewesen. Das Level Up hätte nicht schlechter kommen können. Ah, ein Punkt hier rein, vier Punkte da rein. Perfekt. Eine 101%ige Hitchance. Das heißt, wir hinten so eigentlich. Ja, gut. Gegnerische Rüstung verringert ja auch unsere Hitchance, so gesehen. Von daher nicht ganz unrealistisch, dass wir eine höher als 100%ige Hitchance haben. Aber mit einer über 100%igen dürften wir so wie immer treffen. Ah, den Morningstar, den hätten wir nicht unbedingt einsacken brauchen. Also ja, das macht's gerade nervig. Gut, er ist tot. Mana Potion, sehr gut. Gucken wir erstmal, was hier in der Ecke ist. Nichts. Yay.
Ja, wo haben wir uns noch nicht? Da unten haben wir uns noch nicht richtig umgesehen. In dem riesigen Lavaraum hier. Der wäre halt auch noch nicht ganz fertig. Müssen wir mal dem Lavastrom folgen. Gucken, ob wir einen Weg auf die andere Seite finden. Ja, hier wäre einer. Oh ja, den Morningstar mal rausschmeißen.